Santiago de Cuba, ganz im Osten Kubas, gilt als Hauptstadt der MZ-Motorräder aus der ehemaligen DDR. Über 10.000 MZs sollen hier gefahren werden, mehr als die Hälfte aller zugelassenen Motorräder in der Stadt. Nur hier gibt es offizielle Taxilizenzen für Motorräder. Santiago ist die zweitgrößte Stadt der Insel mit rund 500.000 Einwohnern. Einige tausend von ihnen waren in den 80ern Gastarbeiter in der DDR und brachten ihre MZ mit zurück auf die Insel. Dieses Motorrad ist eine Original-MZ, ein sehr gutes Produkt. Die ist schon viele Jahre hier bei mir. Ich versuche gerade, sie wieder komplett neu zu überholen. Ich habe sie in Magdeburg gekauft, 1982. Und sie gefällt mir wirklich sehr. Das ist ein Motorrad, das in Kuba einen sehr guten Ruf hat. Heute ist der Oldtimer bis zu 10.000 US-Dollar wert. Damals bezahlte Velmez 4.150 DDR-Mark für die Maschine. Esos certificados für gute Ergebnis im Prozess der Ausbildung. Wilmenes Obregón Ortiz. Die MZ war einst der Exportschlager der DDR. Verkauft in mehr als 100 Ländern. Die 250 Kubikzentimeter MZ-Trophy Sport aus Zschopau. Für Männer, die fahren können. Ganz schnell wurde ich zum Motorradfan. Und als wir sahen, dass wir gutes Geld verdienten und die Chance hatten, ein Motorrad zu kaufen, sprachen wir mit der Botschaft, mit unseren Chefs, bis hin zur Regierung. Und man erlaubte eine Zeit lang, Motorräder zu importieren. Rund 30.000 Kubaner waren zur Ausbildung, zum Studium oder arbeiten in der DDR. Viele nutzten das Angebot und brachten ihre Maschine mit zurück auf die Insel. Und fast alle MZ fahren noch heute. Deshalb hat Kuba im Verhältnis zur Bevölkerung die weltweit höchste Dichte an MZ-Motorrädern. Passend dazu die vielen improvisierten Motorradwerkstätten, oft in Wohnhäusern und die meisten auf einen Teilbereich spezialisiert, auf Stoßdämpfer, Vergaser oder Elektrik. Omelio kümmert sich vor allem um die Motoren der MZ ETZ 250. Diese Marke gefällt mir. Ich wollte nichts anderes machen. Nicht Java, auch nicht Minsk, nichts dergleichen. Nur ETZ 250. Im Unterschied zu den anderen osteuropäischen Marken ist die MZ robuster. Dieses Modell kennt kein Limit. Solange man dieses Motorrad gut behandelt, gibt es für jedes Problem eine Lösung. Mein Plan für heute ist, dieses Motorrad fertig zu bekommen. Das kann bis nachmittags dauern, aber das ist auch nur der Plan. Dafür müssen die Teile passen, muss es Licht geben und alles muss perfekt klappen. Das Motorrad hier ist Baujahr 1979 und ich habe es 85 gekauft. Seitdem habe ich es. Es wurde das letzte Mal vor 15 Jahren repariert und nun bin ich wieder hier. Was ist los? Es gibt keinen Strom. Warum? Was heißt ja warum? Wir werden ausgebremst. Stromausfälle sind in Kuba Alltag. Die Menschen nehmen es gelassen. Omelio hat im ganzen Haus seine Motorradteile. Überall, in jeder Ecke. Das hier sind alles Ersatzteile. Hier unten sind die Motorblöcke von den Kunden. Hier einer und hier auch und da noch einer. Der Strom kommt nicht wieder. Omelio muss sich von seinem Tagesplan verabschieden. Die meisten Straßen in Kuba sind alt, viele Schlaglöcher, oft nicht asphaltiert. Dafür ist die MZ wie geschaffen. Einfach gebaut, vieles kann selbst repariert werden und auch die Pflege ist einfach. Einmal die Woche macht das Rocher Alejandro.
Was hat das Motorrad? Nichts. Und was machst du? Ich schmiere nur die Kette, so eine Art Wartung für die Getriebekette. Dadurch hält sie länger. Lange Haltbarkeit. Das ist das Wichtigste auf Kuba, denn es gibt kaum Ersatzteile. Die MZ-Fabrik in der ehemaligen DDR wurde nach der endgültigen Insolvenz 1991 geschlossen. So behelfen sich die Kubaner mit Nachbauten oder mit benutzten Teilen von anderen Motorradmarken, die natürlich angepasst werden müssen. Die Kubaner sind Weltmeister im Pflegen ihrer Zweitakter. Und deshalb hat Roscha auch noch nie große Probleme mit seiner Maschine gehabt. Benzin ist knapp im Land, es gibt nur wenige Autos und der öffentliche Nahverkehr besteht hauptsächlich aus Motorrädern. Etwas außerhalb Santiagos, mitten in einem tropischen Garten, wohnt Armando. Er hat sich spezialisiert auf Auspuffrohre und Schalldämpfer. Durch das Wirtschaftsembargo der USA muss er kreativ sein. Bei ihm wird wirklich alles recycelt. Wir machen hier alles neu. Das wird gebogen, geschweißt, wieder gerade gebogen und dann eingebaut. Schau da, so wird das gemacht. Altes Blech, das sammeln wir. Das hier zum Beispiel ist von einem Omnibus. Hier gibt es kaum Material, daher nehmen wir das, was andere wegwerfen und verwerten es wieder. Wie diese Teile. Auch aus stillgelegten Bussen. Ich bin hier, weil bei meinem Motorrad schon seit einiger Zeit der Auspuff verstopft ist. Und dann fährt das Motorrad nicht gut, es muss also sauber gemacht werden. Ich habe hier vor ein paar Jahren gute Erfahrungen gemacht. Gute Arbeit, sehr gutes Material und guter Umgang mit den Kunden. Das Problem sind die Schwierigkeiten, die wir gerade erleben. Es gibt nichts, kein Material, kein Geld, also müssen wir erfinderisch sein. Irgendwann wird es wieder Material geben. Man weiß nie wann. Aber irgendwann. Ein Sprichwort in Kuba sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und José Jiménez freut sich, dass er nun endlich wieder richtig gut vorankommt. Freitags ist großer Waschtag auf Kuba. Viele bereiten sich aufs Wochenende vor. Dazu gehört, dass die Motorräder ordentlich eingeseift werden. Reifen, Speichen, Karosserie. Und am Ende sehen die Maschinen wieder wie neu aus. Dabei sind sie schon über 30 Jahre alt. Auf Kuba ist das das angesagteste Motorrad. Und das wertvollste. Das am längsten hält und am meisten fährt. Das sind diese hier. Und die Mädchen stehen voll drauf. Gut 2,5 Millionen MZs wurden in der DDR bis 1990 gebaut. Es geht hier nicht um zu schnell. Es geht ums Fahren. Für Urlaub und Camping MZ 175 und 250 Kubikzentimeter aus Zschopau. Leistungsfähig, zuverlässig. Und wie schon im DDR-Werbefilm fahren viele Kubaner, wann immer sie können, mit der MZ an den Strand, um dort das Wochenende zu verbringen. Oder wie Jorge und seine Familie, um ausgelassen Geburtstag zu feiern. Heute sind wir hier, um den Geburtstag meiner Frau zu feiern. Macht ihr das öfter mal? Ja, wir kommen oft an den Strand. Hier ist es ruhig und angenehm und das wollen wir genießen. Die Motorräder gefallen mir. Warum? Das ist ein schnelles Fahrzeug, das kommt gut voran, verbraucht nicht viel Benzin, ist nicht so groß und man kann gut damit ausgehen. Einfach toll. Und auch der Schwager schwärmt von der MZ. Dieses Motorrad habe ich seit mehr als 12 Jahren. Das ist eins der besten, das ins Land gekommen ist. Wegen der Zuverlässigkeit und wegen des geringen Verbrauchs.
Alle Teile in diesem Motorrad sind original. Und die wenigen, die nicht original sind, sind gut nachgemacht und fast wie Originalteile. Die Feier geht fröhlich weiter mit selbstgekochtem Essen am Strand, wie man es gerne macht auf Kuba. Für Emilio ist am Wochenende immer viel zu tun. Er lebt mit seiner Mutter in einem kleinen Haus, spielt Trompete in der lokalen Big Band. Weil er etwas außerhalb wohnt, braucht er immer ein Transportmittel. Ich bin auf dem Weg zu einem Freund, der hat ein Motorrad. Mal schauen, ob er mich fahren kann. Aber der Freund hat seine MZ vermietet. Wir warten jetzt auf ein anderes Motorrad. Mein Freund hat telefoniert und gleich kommt jemand, um mich abzuholen. Emilio braucht Geduld. Das erste Motorradtaxi ist schon besetzt, das zweite hält nicht. Endlich kommt der bestellte Fahrer. Emilio kann los in das Stadtzentrum, wo am Abend ein Konzert stattfindet. Umsonst und draußen. In Santiago de Cuba nennen sie ihre Motorräder liebevoll Motocicleta Alemán, deutsches Motorrad. Gemeint sind damit die MZ aus der DDR. 10.000 bis 15.000 soll es davon in der Gegend noch geben. So etwas wie ein lebendiges Museum für Made in Chopau. Bei Einbruch der Dämmerung sind auch die Musiker und Emilio angekommen. Um Punkt 19 Uhr beginnt das Konzert, wie jeden Samstag und Sonntagabend. Später in der Nacht trifft sich die Jugend dann und feiert am Hafen. Und immer dabei die MZs, die liebevoll gepflegten Kultmaschinen aus der DDR.